Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. In der letzten Folge haben wir hochrüsten müssen, weil uns Essen ausgeht, uns geht Kleidung aus und pipapo. Wir haben eine zweite Farm gebaut, wir haben einen zweiten Schneider gebaut, wir haben drei weitere Fischer gerade in Produktion. Wir haben Hopfen mittlerweile, das bedeutet, wir können jetzt eigentlich auch dann bald mit der Bierproduktion anfangen, weil wir eh so viel Brot geht auch in die Knie. Uncool. Und ja, jetzt müssen wir eh schauen, wie wir das alles handeln, denn es ist doch alles knapper als erwartet. Wir haben 100 Milch und 100 Käse, Alter, aber Alter. Hier ist nicht auch alles knapp, wir brauchen mehr Weizen. Wenn wir dann noch Bier produzieren, ob das nicht zu knapp wird, ist halt natürlich die Frage. Ja, das steht auch. Kann ich denen denn schnell sagen, vom Abbau her, oh, haben es eh alles hier schon gedreht, aber dass ich sage, ihr müsst jetzt erstmal das Viertel hier vorne wegsehen, bitte. Alles andere hat Nachsicht. Einfach das da vorne, was ist jetzt los? 72 beschlossen anzuschließen, Gebäude fertig gebaut, Fischerhütte, so. Einen gleich wieder anstellen. Jacob, hier auch gleich wieder einen anstellen, hier kommt der Henry rein. Und das ist auch gleich fertig, dann haben wir nicht wieder Holz verbraucht und die Holzproduktion kann wieder an den Start gehen. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Und hier auch nochmal einen einsetzen. Das ist Mail Hashtag 523. Also, ich... Oh, shit, warte mal. Och, nee! Mann! Wer sieht den Fehler? Ja, okay, verstanden. Ich mach nochmal. Ich kann die nicht so stehen lassen. Das geht ja mal absolut gar nicht. Oh. Dummheit wird bestraft. Das wird mir schon immer erzählt. Von Dummheit habe ich eindeutig zu viel. Und auf einmal kommen sie mit dem Schiff. Vorteil ist, wir haben jetzt drei offizielle Fischer, die sich dann automatisch da einsetzen werden. Das ist natürlich vorteilhaft. Gott, ich könnte mich gerade so aufregen. Können wir den Erntefeld einzeichnen? Sagen hier, hier und hier runter. Also wirklich gerade hier. Das da vorne geht noch so. Du kriegst auch noch das Teil nach da hinten. Aber sozusagen ist das sein Feld und da kommt dann das nächste Feld hin. Leute, wir brauchen jetzt noch eine Weizenfarm. Den wir hier vorne hinsetzen. So. Ja, dann baut doch. Ich habe euch genügend Platz zugewiesen. Meckert nicht. Sonst werde ich sauer. Ich kann natürlich dann hier nochmal irgendwo so ein kleines Dorfplätzle hin tun. Ich mag das so ganz dumm. Boah, der hat sich fertig gebaut. Holzfäller fehlt Zone, was? Echt? Oh ja, schon. Dann bau das Teil ab. Immer jetzt Stück für Stück. Ich gebe dem immer jetzt so Happen. Ist gleich besser, wenn ich denen so ganz kleine Happen gebe, dann sind sie schneller. Was ich auch bauen kann, ist die Brauerei eigentlich, ne? Die kommt jetzt einfach dahin. Alles also halt wirklich alles hier. Das ist unser Produktionsbereich. Die Fischhütten sind fertig. Und ich glaube, damit heißt es auch, dass die jetzt mittlerweile alle besetzt sind. Jawohl. Und das sollte unsere Produktion nochmal so richtig anheizen. Aber so richtig. Hoffe ich. Vermutlich, denke ich, glaube ich. Eieiei, Schafstatue. Ist schon teuer, ne? Warum kosten 100 auch? Oh, unangenehme Sache. Nahrung fehlt. Oh, Kleidung? Kann ich jetzt nicht verstehen. Aber Nahrung, es ist höchstwahrscheinlich wieder der Fisch, ne? Ja. Und die Beeren. Ach du heilige Scheiße. Brot geht auch in die Knie. Ah, uncool.
Windmühle, mach was! Tu was für Land und Vaterland, Dingsterbumster. Oh, scheiße. Das ist eine sehr ungute Position, gerade in der ich stecke. Wir haben fast keine Bären mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch einen zweiten... Das können wir jetzt echt mal ausprobieren. Wir haben nichts zu verlieren. Hier noch eine Sammlerhütte hinhocken. Die dann dort mit abbaut. Geht das, ist die Frage. Also dann setze ich hier noch und hier noch einen hin. Dann müssten die Bären stabil sein. Dann setzen wir jetzt die Brauerei erst auf niedrig. Aber dass wir halt... Ach schon, man sieht sogar, wo die andere von... Oh. Aber ich glaube, das würde auch schon reichen, fast schon. Wenn ich ihm hier jetzt das Gebiet gebe. Ich hoffe es. Weil wir brauchen unbedingt... Oh, wir haben keine freien Arbeiter mehr, scheiße. Verdammt. Alle alle werden zu Leibeigenen mittlerweile befördert. Das ist schon mal Pflicht. Sammlerhütte ist fertig, aber wir haben keine Mitarbeiter für sowas, ne? Ach, scheiße. Ich hoffe, dass wir so wenigstens das Brot vorankriegen. Also, wir produzieren wie schön und gar nicht. Der kann nur aus drei... Oh Gott! Was will? Happiness sinkt natürlich dadurch jetzt, ne? Fisch steht wieder positiv da, Bären sind jetzt im Arsch und Brot ist auch so an der Kippe. Die Brauerei ist mittlerweile fertig, kann einen Brauer einsetzen. Komm, damit sie sich wenigstens besaufen können. Also wenigstens etwas. Brauchen wir mit Dorfbewohner, das ist ja schlau. Oh, die haben auch schon wieder gleich ihren ganzen Abbaubereich weg. Das mit den Dorfbewohnern verstehe ich noch nicht ganz, wo sie ihre Häuser immer haben wollen, weil ich habe hier extra viel Platz zugewiesen. Oder müsste es normalerweise alles zentraler liegen? Ich müsste die ganzen Arbeitsplätze wahrscheinlich nach außen schaffen und hier noch mehr Dorf reinsetzen. Aber das kann man ja vielleicht später ummodeln vom Plan her. Aber das ist jetzt gerade eine echt scheiß Situation, vor allem mit dem Essen. Oh, nee. Das ist ganz, ganz ungut. Ganz, ganz ungut. Alter, diese Hafenanlage, ne? Das ist ja mal wie in Hamburg. Ein Riesenhafen einfach. Also Punkt ist schon mal, wir können Eisen abbauen. Wir können auch Eisen produzieren. Das Problem ist eher, dass uns das Essen jetzt langsam immer mehr ausgeht und wir halt nicht auf einen positiven Zweig sind zu kommen. Und dann, was? Wir haben genug Essen. Hä? Okay. Ich beschwere mich absolut nicht. Naja, aber hä? Ist ja nicht mal die Weizenfarm so angestiegen, Weizenproduktion so angestiegen, dass ich jetzt sagen könnte, okay, verstehe ich, aber ich check's nicht. Wir haben 8 Weizen auf Lager, 8 Brot auf Lager. Oder sind die einfach zu faul zum Arbeiten? Also, was wir auf jeden Fall bedenken müssen, ist wahrscheinlich, dass wir relativ wenig produzieren, dadurch, dass wir immer wieder ein Intervall haben, wo wir kein Brot produzieren. Also, wo wir halt kein Weizen und so Zeugs haben. Das ist natürlich eine Phase, in der wir brach liegen.
und die ich jetzt hoffentlich mit zwei Weizenfarmen überbrücken kann und dadurch die Produktion hochstapeln kann, bis wir wieder Weizen produzieren. Frage, ob das funktioniert? Ich glaube sehr weniger. Oh Gottes Willen. Wir können dann hier noch eine Weizenfarm rein hinsetzen oder hier außenrum noch eine Weizenfarm. Ist ja alles kein Problem. Aber es ist halt gerade alles unbedingt nicht so, wie ich es haben will. Der macht Bier, das ist toll. Holzfäller fehlt. Oh, dann sind die da fertig wahrscheinlich, oder? Nee, ein Baum steht noch, mindestens. Also abbauen könnt ihr hier zum Beispiel. Das kann weg. Und das kann auch weg. Und das da kann ebenfalls weg. Und ist fertig. Also das kann ja alles mal hier schön bedient werden. Ohne Probleme. Ah, jetzt sehen die aus, okay. Brot liegt bei 4. Heieiei. Uncool. Echt uncool. Also ohne Scheiß. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Und wir haben keine Arbeitslosen mehr, ne? Das mit dem Essen macht mir gerade so Kopfzerbrechen. Wie schaut es mit dem Fisch aus? Haben wir wenigstens wieder Fisch auf Lager? Ja, Fisch haben wir auf Lager. Jetzt geht's halt ums Brot. Ein Gisander. Servus. Ich biete dir das. Oh, jetzt können wir. Ich bin schlau. Wir haben doch kein Brot mehr. Na. Noch 24 Brot da. Danke. Boah. Mach mir den Schrecken, ey. Kann ich hier wenigstens zum Beispiel noch was freischalten? Waffenschmiede habe ich schon freigeschaltet. Hohe Steinmauern. Brauchen wir noch die Holzwand. Hier gibt es ja noch den Handelsbonus. Ansonsten haben wir dann hier alles freigeschaltet. Hier hätten wir den Handelsbonus noch. Dafür brauchen wir 20. Und hier gibt es halt noch ganz viel, was man freischalten kann. Aber das geht erst ab 10 Bürgern. Aber ja, sehr okay, es ist keine Hungersnot mehr da. Das schaut schon mal gut aus. Jetzt haben sie sich entschieden, da zu bleiben. Oh Gott sei Dank. Dann kann ich euch hier voll bestellen, dann kriegt ihr mehr auf die Reihe. Und vielleicht setze ich die dann hier hinten hin auch, ne? Müsste ich mir halt mal überlegen. Oder ich setze hier nochmal ein Dorfteil hin. Das wäre halt alles Sachen, die man überdenken sollte, wie man da jetzt rangeht. Ein Kühler kann man also. Schauen wir noch erstmal, was bräuchten wir jetzt alles zum Beispiel im Waffenschmiede. Braucht Eisen und Kohle. Die Schmiede braucht Kohle, um Eisen herzustellen. Nicht stellt Werkzeuge her aus Eisen. Die Eisenmine macht Eisenerz. Der Eisenschmelzer macht aus Kohle und Eisenerz Eisen. Und daraus kann dann wiederum der Schmied Werkzeug produzieren, was gleich das Wichtigste ist. Vor allem eine der teuersten Sachen, die es in diesem fucking Game gibt. Und dann gibt es noch die Waffenschmiede, die wiederum Schwerter herstellt. Die Frage ist, wie schnell kriegen wir das Eisen rausproduziert, ne? Und wie effizient arbeiten wir? Wir sind schon wieder bei plus 200. Wie? Unser Brot ist aus. Aua. So gut. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, als ob die Mühle sehr ineffizient arbeitet. Also da ist nichts an Mehl da. Oder sieht der Bäcker direkt? Nee, der Bäcker hat auch kein Mehl. Andere Frage haben wir überhaupt Weizen. Ach, wir haben keinen Weizen, das ist sehr schlimm. Oh, die haben ganz toll ausgesät. Oh Gott.
Aber es ist schon mal mehr als letztes Mal. Positiv denken. Einfach positiv denken. Es ist mehr, als wir sonst haben. Solange die Produktion steigt, bin ich happy. Aber oh Gottes Willen. Also unser Dorf schaut ja echt... Ich finde es schaut geil aus. Aber langsam wird es echt irgendwie so grindy. Ist so ein Punkt angelangt, wo du echt viel Zeit investieren musst, viel warten auch. Halt, damit wieder die Ressourcen kommen. Oder halt, wo als sowas passiert, wo das Brot eiskalt ausgeht. Ist ja ohne Frage gar nicht blöd, aber warum arbeitet der zum Beispiel nicht so, wie er sollte? Das sind so ganz kleine Fragen, die ich mir gerade stelle. Warum? Ah, jetzt halt arbeitet er. Der hat wahrscheinlich gerade Schiss bekommen, als ich über ihn geredet habe. Wie viel haben denn hier drin? 7 und 0. Auf Lager haben wir 22. Bedeutet, wir haben auf jeden Fall genug fürs Erste auf Lager, aber das wird für Brot nicht reichen. Ein Mehl plus ein Wasser. Das wird eng. Das wird sehr eng. Aber Leute, ich würde sagen, das war es auch für diese Folge. Unser Dorf wächst und wächst und wächst. Wir haben mit drei Teils, ich glaube insgesamt jetzt mittlerweile dazu gekauft, ist auch wieder ordentlich. Und wir sind immer noch bei fast plus 200. Das ist extrem. Also vom Geld her tun wir uns auf jeden Fall viel besser als beim ersten Mal. Aber der Rest ist noch so am Wanken. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Drückt unbedingt die Glocke, damit ihr auch immer hört, wenn ein neues Video an online kommt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.